So, dann mal Hallihallo, Hallöchen, auch von Dogmeat. Für mich ist das gerade eine spontane Aufnahme. Wieso heißt die eigentlich Dogmeat? Ist der nicht einfach mal Hund? Ach, ist ja auch egal. Ach nee, die Alte hat ihn ja Dogmeat genannt. Ach, ist ja auch egal. Wartet mal, ich muss jetzt mir mal was einfallen lassen. Ich habe nämlich was vor. Und zwar komme ich darauf gleich mal zurück. Auf jeden Fall gleich mal am Anfang Erinnerung. Am 21. diesen Monat, ne? Kommenden Samstag, 21.11. Die Folge müsste rein theoretisch auf den Mittwoch kommen. Diese hier ist Streamtag. Der 21. November ist Streamtag. Und das ABM-Spiel wird fortgesetzt. Auf ihn komme ich gleich nochmal zurück. Ich will nämlich gleich mal was erzählen. Und während ich erzähle. Eins dieser Häuser eignet sich bestimmt als Schlafplatz. Ja, ich weiß, ich weiß. Darauf komme ich gleich zurück. Ist das mein Hund? Oder was war das eben? Gut, fangen wir mal hier an bei der Red Rock, Rocket. Und zwar folgendes: Fallout. Neu, neu, neu. Ich will suchten. Das Problem ist, die erste Aufnahme, die ich hatte, beinhaltete sage und schreibe 9 Folgen. Und heute ist Freitag. Ich habe immer noch 5 Folgen im Vorlauf und ich wollte das Ganze ja uncut weitergeben. So der Plan. Das möchte ich auch weiterhin tun. So, jetzt haben wir hier Sanctuary Hills, die erste Stadt, die alte neue Heimat, wie ich sie genannt hatte in der letzten Folge. Und wir haben die ersten Siedler hier. Heute ist, wie gesagt, Freitagabend und ich möchte Fallout suchten. Und zwar, ja, es kribbelt in den Finger, dieses kleine Städtchen aufzubauen. Und zwar von vorne bis hinten, weil ich wurde nämlich auch gespoilert, indirekt. Das war kein Versehen, oder das war ein Versehen, so rum. War kein Versehen, ich bin ja auch ein Held. Es war ein Versehen. Auf jeden Fall, dass man diese Städte aufbauen kann. Oder diese Städte, jetzt habe ich schon die Mehrzahl gesagt. Also man kann jede Stadt aufbauen. Kurzfassung. Also jede Stadt, die einem begegnet, kann man wiederherstellen und somit eine florierende Wirtschaft herstellen. Und da beginnt mein Dilemma. Möchte diese Stadt, auch diese kleine, meine Heimatstadt, wieder von Grund auf an neu herstellen. Das heißt, ich kann auch alles abreißen. Ich kann die ganzen Autowracks hier zerlegen. Ich kann alles kaputt machen. Alte, zertrümmerte Gebäude abreißen. Ich weiß nicht, ob man das mit der Brücke später auch noch kann. Ich habe mich da ein bisschen belesen. Auf jeden Fall ist so viel machbar, austauschbar, baubar, dass ich beschlossen habe, jetzt mal einen kleinen Showcase zu machen auf der Welt, auf diesem Städtchen, wie sie jetzt aussieht. Ne? Also das heißt, ich gehe jetzt einmal ganz kurz die Straße hier hoch, werde euch hier das Häusle zeigen. Und wenn ich nach meinen geplanten, also ich schätze, es wird 3, 4, 5 Stunden dauern, das Ding so aufzubauen, wie ich es mir vorstelle, das ist nur eine Schätzung, ne? Dann werde ich, wenn ich fertig bin, glaube fertig zu sein, mit dem zufrieden bin, was ich ha sehe, lass mich durch, zufrieden bin mit dem, was ich sehe, werde ich ein Showcase zeigen. Mit den gleichen Gebäuden, nur wie es dann anders aussieht, ne? Nachdem alles wiederhergestellt ist. Sowas hier zum Beispiel, ne? Ist ja nicht begehbar. Auch die, ja, Autowracks habe ich schon erwähnt. Man kann alles wegreißen und alles neu setzen. Und auch die Möbel habt ihr ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesehen, als ich festgestellt habe, man kann altes Bett wegreißen. Das werde ich überall machen. War ich da überhaupt schon dran, ne? Jo, okay. Ja, es, wie gesagt, das ist das, was ich meine. Also es sind jetzt 4 Tage vergangen. Alle Welt spielt dieses Spiel und ich möchte auch. Das Problem ist, es ist unwahrscheinlich groß, wenn ich das Uncut aufnehme. Ich komme, selbst wenn meine Platte absolut leer ist, auf maximal 12 Folgen im Vorlauf, bis die durchgerendert und hochgeladen sind, geht gut noch mal ein Tag ins Land. Schätzungsweise ein Tag, also bis komplett durchgerendert ist. Ich brauche pro Folge, die im Schnitt 15 bis 20 Minuten ist, ungefähr eine Stunde. Mit dem Hochladen nochmal dasselbe. Jedenfalls, ich komme nicht dazu, das Spiel so zu spielen und zu genießen, wie ich es möchte, wenn ich es uncut rausbringe. Wisst ihr, was ich meine? Also, Freitagabend. Ich mache jetzt hier gerade einen Rundgang. Nehme euch mit. Total bescheuert, ne? Also, ihr seht hier das Gebäude. Und ja, da brauche ich jetzt nicht rein. Ich will jetzt hier nämlich auch nochmal ganz kurz eine Bestandsaufnahme machen. Dieser Hund ist einfach toll. Ich hoffe, er ernährt sich irgendwie auch alleine. Das war die Werkstatt, die kennen wir eigentlich. Da Tut waren mir wir ein paar leid, Mal. ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Waren wir schon drin, ne? Und das Schlimme ist, ich habe mich jetzt in den letzten Streams, vor allem die Streamer sind ja alle wahnsinnig weit schon. Den nehmen wir mal mit. Die Streamer sind alle wahnsinnig weit schon. Und egal, wohin man schaltet, ob das Koyan ist, ob das Moondai ist, ob das Vanguard ist. Obwohl Vanguard weiß ich noch nicht. Der wollte es eigentlich streamen, glaube ich, hat es aber noch nicht getan. Aber vor allem Moondai, also das wird gesuchtet. Jeder Mixer, jeder Streamer, den man so kennt, suchtet dieses Spiel.
Und ich will mich ja nicht spoilern lassen. Und nur habe ich gestern versehentlich auch mal bei... Gestern? Oder vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Habe ich versehentlich bei Moon da reingeschalten. Und das, was ich dort gesehen habe, das hat mir echt die Sprache verschlagen. Da habe ich gedacht, der ist in einer anderen Welt. Und das war gar nicht beabsichtigt. Ich habe auch sofort wieder ausgemacht. Und ich habe keine Ahnung. Ich werde mal sehen, was ich aus dieser Stadt mache. Ich bin selbst total gespannt. Ich freue mich in Cola-Keks drauf. Und ich werde das auch komplett durchplanen. Wenn ich nämlich hier fertig bin, ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnern kann, in der zweiten oder dritten Folge, hatte ich ja da oben, wo diese Strommasten sind, bei dem Strommast, um genau zu sein, 5 weitere Siedler und einen Priester gefunden. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch so eine Art Berufssystem. Ich weiß nicht, inwieweit diese 5 Bewohner am Ende, wenn mein Städtchen fertig ist, hier einziehen können. Oh, hier ist ja alles kaputt. Das werde ich nachher, wie gesagt, alles abreißen, ganz systematisch. Ich weiß noch nicht, welche Rolle er hier irgendwann spielt, aber ja, wird schon irgendwie, ne? Und werde alles systematisch abreißen und wieder aufbauen. Und ich hoffe ja, und das weiß ich auch noch nicht, das habe ich mich auch noch nicht, da habe ich mich auch noch nicht spoilern lassen, inwieweit die Dorfbewohner, wenn sie zufrieden sind, weil das sind sie aktuell definitiv nicht. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz, wie war denn das mit V, ne? Nee, das war die First Person. Mit Mausrad kannst du die Ansicht anpassen, okay. Ich suche nämlich gerade, oh Gott. Ja, das ist es nämlich. 4 Tage raus und ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also das kann man bei Assassin's Creed machen, da braucht man vielleicht mal eine Folge, um wieder reinzukommen. Aber dieses Spiel ist so neu. Ich möchte es rund um die Uhr spielen am liebsten. Die Werkstatt. Ach, okay. Ja, genau. Und hier oben seht ihr das. In der oberen Reihe unter den Frames. Ich kann jetzt gerade die Mauszeiger nicht bewegen. Wir haben 5 Leute. Ich glaube, die anderen 5 kriege ich auch noch rein. Die brauchen Essen, die brauchen Wasser, die brauchen Energie. Obwohl, sie haben einmal Essen. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist zu wenig. Sie brauchen Schutz, Betten und die Moral sinkt. Die Größe ist klein. Ich denke mal, die Dorfbewohner werden mir systematisch, so wie jetzt der erste zum Beispiel auch, der mir sagte, wir brauchen 5 Betten, Quest geben, was alles benötigt wird und werden mich so systematisch halt, die treibt mich in den Wahnsinn gerade, systematisch in diesen Umbau einweisen. Es wird nur halt lange dauern. Mit anderen Worten, ihr habt dieses kaputte Städtchen jetzt gesehen. Ich werde jetzt die Kamera ausmachen, werde dann, wenn ich fertig bin und auch wirklich die Gebäude ersetzt habe, Betten drinne stehen haben, das gröbste Küche und was auch immer alles möglich ist, drinne habe, dann werde ich die Kamera wieder einschalten, werde wieder durchlaufen, die Straßen werden dann verdammt leer sein, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ihr seht auch hier hinten die ganzen, hoppala, ich wollte eigentlich laufen, das geht aber gerade im Baumenü nicht, diesen grünen Streifen. Bis dahin ist das Gebiet ausgebaut und besiedlungsbereit. Da oben war ich, glaube ich, auch noch nicht, ne? Oder ist das der Weg? Ich kann das gar nicht so genau sagen. Besiedlungsbereit, pardon. Auf jeden Fall geht es auch darum, Brunnen anzulegen, eine Wasserversorgung herzustellen. Landwirtschaft, darum muss ich dann die nähere Umgebung auch noch erkunden, ob ich dort Samen finde. Für Karotten, für... Ach, ich habe keine Ahnung, Kartoffeln, sodass dieses Volk sich irgendwann alleine ernährt und zufrieden ist. Und Madame... Murphy? Oh, bist du die Mutti von Murphy? Eigentlich müsste ich ja, ne? Obwohl, du kannst ja eigentlich auch nichts dafür. Ach, egal. Ihr will, also, ist ein Insider. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder was damit anfangen kann, aber Murphy habe ich ganz besonders lieb. Und das Krasse ist, mein erster Mieterkater war Murphy. Wahrscheinlich ist er das, der mich heimsucht, weil ich ihn damals leider abgeben musste. Aus Not. Aber es war halt dringend nötig und... ja, ist ja auch egal. Hier seht ihr auch noch Bänke. Also es ist sehr, sehr viel zu tun. Selbst die Bäume, glaube ich, kann man hier verwerten, um dann Holz rauszukriegen. Da genau, 30 Holz. Und genau das meine ich. Also wie gesagt, es ist unwahrscheinlich viel zu tun. Wir machen das einfach mal und ich kann mich danach wahrscheinlich nicht mehr bewegen. Und das ist das Erste, was ich machen werde. Und vor allem werde ich auch ein... oh krass. Vor allem werde ich hier auch ein Lagerungssystem einrichten, je nachdem, weil die Siedler automatisch zu Farmern werden und wie heißt der? Ich glaube, der bringt die Moral nach oben und und. Also viel zu tun, ich habe viel vor, werde jetzt die Kamera ausmachen und es ist Freitagabend, ich werde jetzt auch den Sound umstellen. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend oder wahrscheinlich eher weniger, also ich denke mal, dass ich morgen Vormittag das Ergebnis dann aufnehme, weil ich will es ein bisschen aufwendiger initiieren, das heißt mit Vorher-Nachher-Effekte und werde jetzt gleich nochmal eine Stummaufnahme machen, beziehungsweise nochmal rumgehen, jedes Haus fotografieren, ein Vorher-Nachher-Bild.
Und also richtig aufwendig. Und das mache ich allerdings nur bei Städten, weil ich das mit jeder Stadt vorhabe. Jede. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Wartet mal, ich hatte nämlich irgendwie. Ach so, ich bin ja im Menü. Wartet mal. Das war immer zu viel. Und zwar die Karte. Hier sieht man das. Bei mir ist noch nicht viel zu sehen. Bei Koyan habe ich gesehen, was es alles schon gibt. Raststätte 50%, 16%, Concord, Museum der Freiheit. Das sind so bekannte Orte. Sprich, das ist meine nächste Quest. Und wenn es dann an die Quest weitergeht, also das heißt, wenn ich alles erledigt habe, hier soweit mein Showcase drin habe, werde ich euch wieder Uncut mitnehmen. Das heißt, wenn ich loslaufe, das Dorf verlasse und zufrieden bin, geht's weiter. Also in der nächsten Folge, wie gesagt, werde ich auch nochmal hochlaufen zu den Bürgern und hoffen, dass ich die hier mit einplane. Planen kann oder wisst ihr was? Ich mach's gleich. Ich mach's gleich, dann weiß ich, ob die hierher gehen oder in einer anderen Ortschaft. Und dann kann ich gleich mit 10 Betten planen und weiß, ob die. Genau, wisst ihr was? Das machen wir mal ganz schnell. Und ganz zum Schluss machen wir den hübschen Showcase. Beziehungsweise eine Show. Roomtour. Roomtour, genau. So nenne ich's dann. Mal gucken, ob die lieben netten Herren, Leute. Habe ich jetzt überhaupt eine Waffe bei? Das. Scheiße. Gut. Profis am Werk. Ja, hier oben kann ich halt, weiß ich nicht, eventuell auch noch aufräumen, verwerten. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann geht. Dass ich mir aus der Natur Holz ziehe und werde ich sehen. Auf jeden Fall werde ich mal ganz kurz hingehen, dann weiß ich gleich, dass ich mit 10 Leuten rechnen muss und dann halt dementsprechend ausbauen. Vielleicht ergeben sich sogar dort Konstellationen, Mann, Frau, dass ich dort 2 Betten. Ich weiß auch nicht, wie die euch darauf reagieren, wenn man 5 Betten in einem Zimmer stellt. Ach ja, bei Gronkh hatte ich nochmal reingeschaut. Das war ziemlich am Anfang in der Aufzeichnung. Das heißt, ich habe auch nur das geguckt, was ich selber schon kannte. Warte mal, wo war denn das? Hier war das irgendwo. Und da hatte ich halt auch schon gesehen, dass er hier eine Ortschaft war und angefangen hat, diese 5 Betten zu bauen. Alles Nucky Dice. Wo sind sie denn? Sind die jetzt weg? War das echt ein Zufall? Zum Glück bin ich hier nochmal hochgegangen. Denn sind die echt weitergezogen? Sind die wirklich weitergezogen? Okay, das ist natürlich Kacke. Ja gut, also nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt wieder runter in die Stadt. Ich werde natürlich die nähere Umgebung der Stadt auch aufsuchen, untersuchen, wie auch immer. Das heißt, wenn ich mal in eine Höhle gehe, werde ich mal natürlich ganz kurz mal die Kamera anschmeißen oder wenn irgendwas Spannendes passiert oder so. Lasse ich mir das nicht nehmen. Sind die auch? Das ist schade. Das ist jetzt wirklich schade. Aber so die nähere Umgebung werde ich halt nach Pflanzen absuchen oder weiß ich nicht. Huch, hatte ich nicht gestern irgendwie oder letztes Mal eine An gestern vor allem, ne? Das ist schon wieder 4 Tage her. Bequemeren Weg. Ist ja auch egal. Genau, ich gehe jetzt runter und ich werde wahrscheinlich bei Tageslicht nochmal ganz kurz hochgehen und gucken, ob ich sie finde. Ansonsten morgen Vormittag vor dem Showcase nochmal. Und dann werden wir weitersehen. So, denn, wie gesagt, ich mache jetzt die Kamera aus. Lasst euch überraschen, was aus diesem kleinen netten Städtchen wird. Ich werde das Maximum rausholen. Der, die das Maximum. Jetzt kommt nämlich meine Sims-Ader dann wieder zum Vorschein. Oh, krass. Ja, also meine Sims-Ader kommt dann zum Vorschein und ich werde. Sanctuary Hills, jetzt musste ich gerade überlegen, wie es heißt, neu aufbauen, sodass es eine Wohlfühlheimat für allen und jeden wird. Bis denn, für euch wird es ein kleiner Schnitt werden, für mich ist es jetzt wahrscheinlich 4, 5, 6 Stunden. Ich habe ein bisschen Zeit, ich nehme mir auch die Zeit und genieße das Spiel so, wie ich es gerne möchte. Macht's gut, meine Süßen, bis nachher. So, na, dann mal herzlich willkommen zurück in Sanctuary Hills. Ich habe mal mittendrin angefangen, ich muss tatsächlich mittendrin anfangen. Denn ich habe mich, es sind tatsächlich ein paar Tage vergangen, ein wenig belesen, was überhaupt machbar ist bei dem Ausbau etc. Wie ihr seht, wartet mal, ich gehe mal ganz kurz ins Baumenü. Ihr könnt es ja noch gar nicht sehen, fehlt momentan nur noch der Schutz oben in Rot. Alles andere ist da. Ich komme jetzt mal ganz kurz drauf zurück, warum ich jetzt,
euch das jetzt schon zeige. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Aufräumen, wie ihr seht. Und ich muss gestehen, es sind auch ein paar Tage vergangen. Denn ich muss tatsächlich ein bisschen leveln gehen, um über Intelligenz das Verwertungssystem zu erhöhen. Und ja, letzten Endes... Was ist das denn da? Ich gleich mal gucken gehen. Ach, das ist bestimmt ein Baumstamm. Ist ja auch egal. Jedenfalls, der Hintergrund ist, dass ich lernen muss, mehr zu verwerten, um Schaltkreise, atomaren Müll zu zerlegen und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal die Finger von lassen. Obwohl die Häuser halbwegs leer sind. Ich meine, hier stehen zwar noch Fernseher und alles drin. Das möchte ich alles noch verwerten, die Stühle und so weiter. Aber nicht jetzt. Und das heißt, ich kann rein theoretisch mit einem höheren Level und höheren Intelligenzgrad mehr aus einem Fernseher erzielen, als ich jetzt zum Beispiel... rausbekommen würde. Wartet mal. Komm schon. Das heißt, würde ich ihn hier verwerten, würde ich nur Holz und Stahl bekommen. Mache ich natürlich nicht. Ist Blödsinn, weil da drinnen sind auch Schaltkreise, wie jeder weiß. Selbiges gilt für ein Radio und so weiter und so fort. Genauso die ganzen Möbel. Das wird alles noch verwertet oder die Kühlschränke und so weiter. Ich bin, wie gesagt, noch nicht durch und werde es jetzt auch nicht machen. Ich werde euch nur mal ganz kurz zeigen, was ich hier gemacht habe. Die Wehranlage dort habt ihr ja gesehen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, warum hier noch Reifen liegen. Was ist das eigentlich? Ah, ist ja auch egal. Ja, hier fehlt auf jeden Fall ein Haus. Ich blende es hoffentlich nochmal mit ein. Da fehlt ein Haus. Diese Häuser müssten halbwegs leer sein, glaube ich. Ich hoffe, die Kakerlaken, die spawnen auch irgendwann mal. Die Häuser sind weitestgehend aufgeräumt. Ich habe einfach die Möbel, bis auf das letzte, was ihr da gerade gesehen habt, die Möbel, die man... gebrauchen kann, noch drin stehen lassen, safe und so weiter, finde ich jetzt irgendwie interessant, Aktenschrank. Wüsste ja auch nicht, dass man das bauen kann. Ich habe dann dazu gelernt, dass alles, was gelb ist, fremd ist, alles, was grün ist, kann ich selber bauen, dazu gehören Zäune und so weiter. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, nee, irgendwas kann hier nicht stimmen. Hier müsste ich zum Beispiel einen Zaun noch aufbauen, ich war auch schon dran bei, hinten dran die Zäune zuzumachen. So, die Garteneinrichtung lasse ich jetzt auch einfach mal stehen, obwohl ich der Meinung war, ich hatte das aufgestellt. Habe ich danach nicht mehr gespeichert. Lecker, hier liegen Fliegen drin. Ich habe von hinten angefangen, also hinten im Kreisverkehr, meine ich damit. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Also die Häuser sehen alle weitestgehend gleich aus. Da ist auch nochmal eine Wehranlage, weil die hier hinten rüber führt. Wie der Hund erstmal dahin geht, ne? Du weißt aber auch alles. Genau. Hier geht es ja hoch zu dem Bunker, zu dem ich übrigens gleich nochmal reingehen werde, aber das mache ich in der nächsten Aufnahme. Das heißt, ich werde da gleich nochmal reingehen, weil ich weiß, da drin ist ein Spiel, was ich nicht angefasst habe. Das Ding habe ich doch angehängt. Oh, ist ja auch egal. Oh, hallo. Ich hoffe, du hast es da nicht reingelegt. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ja, das hoffe ich auch. Wer bist denn du? Also, Yun Long hat sich hier niedergelassen. Ist hier überhaupt ein Bett? Habe ich dir hier ein Bett reingestellt? Nö. Wieso wohnst denn du hier? Ich weiß auch noch nicht genau. Übrigens, hier seht ihr Wassereinheiten. Die habe ich auch gesetzt, die Wasserpumpen. Das heißt, diese neuen Einheiten Wasser wurden erhöht. Ich sehe gerade, das wird nicht gespeichert. Doch, wird gespeichert. Ich gehe jetzt hier einfach mal dezent dran vorbei. Da komme ich gleich nochmal drauf. Denn, wie ihr seht... Da liegt auch noch irgendwas mitten im Weg. Achso, das ist eine Fliege. Diese Briefkästen kann ich auch noch abreißen. Da fehlt ein Haus. Hier fehlt ein Haus. Und hier habe ich einfach mal getestet, was passiert, wenn man Fertighäuser aneinander reiht. Holz hatte ich mehr als genug. Sieht ein bisschen schäbig aus. Und das Dach ist auch nicht viel dichter als die anderen. Weil ich verstehe dieses Dachsystem nicht. Man kann einzelne Dachkomponenten setzen, aber da werde ich mich in aller Ruhe nochmal mit auseinandersetzen, mit diesen Fertighäusern. Und ich hoffe natürlich, desto weiter ich vorankomme, dass ich eventuell sogar noch Rezepte finde oder was auch immer, um vielleicht später Häuser aus Beton zu bauen, was aber wiederum auch den Verwertungszweck erhöht. Das heißt, ich muss Intelligenz hochschrauben, dass wenn ich das nächste Mal so ein Haus wegreiße, eventuell sogar Beton und Co. bekomme, weil so macht es aktuell recht wenig Sinn. Das hier unten habe ich auch stehen lassen, weil ich es einfach optisch hübsch finde. Ach, du pfeifst, okay. Ja, übrigens Radio und so weiter habe ich ausgestellt, weil ich immer wieder Probleme mit meinem YouTube-Kanal bekomme, zwecks der Monetarisierung. Weil diese Old-School-Lieder, wie nennt man sie, diese Retro-Lieder, diese 70er-Lieder, wie auch immer, haben ein Copyright drauf. Und dementsprechend habe ich jetzt das Radio ausgemacht. Das heißt, es gibt hier wenig bis selten Flair von Musik. Ich weiß aber auch nicht genau, was hier die Musik ausgelöst hat. Und ich weiß nicht, wer sich dran entsinnen kann. Ich habe es nicht gezeigt. Hier stand eine Station.
Die habe ich weggerissen. Ich weiß nicht mehr, was es war, ob ich sie brauche. Übrigens, Mama, Murphy hat von mir Drogen bekommen. Oh Gott, das klingt so falsch. Damit sie einen Schub bekommt. Sie hat mir die Zukunft vorhergesagt. Sie hat meinen Sohn gesehen, dass dieser lebt und im Licht wandelt, also den rechten Pfad geht und so weiter. Und mir die Hoffnung gegeben, dass ich diesen finden werde. Ja, wie gesagt, das ist die alte Werkstatt. Und ein bisschen über das Werkstatt... Lass mich doch mal durch. Werkstattmenü habe ich auch gelernt. Das hier unten war die Rüstungsbank, ne? Genau. Der Vorteil ist hier wirklich, dass ich... Wartet mal, ich gehe mal ganz kurz in die... Achso, nee, Moment, das ist falsch. Ein bisschen was über das Lagerungssystem auch gelernt habe in den letzten Tagen. Die darf hier aber eigentlich nicht rein. Die müssen wir mal rausnehmen. Die Kleidung werde ich noch umlagern, beziehungsweise ist eigentlich scheißegal, weil alle Werkstätten, die hier in diesem Bereich stehen, deswegen habe ich die Kochstation auch reingestellt, greifen auf dasselbe Inventar zu. Aufbereitetes Wasser... landet wahrscheinlich automatisch hier. Also das ist jetzt das, was ich hier drin habe. Ich habe... Huch! Ich habe hier drüben in dem Schrank... Das zählt übrigens auch mit dazu. Komm schon, gib her. Nee, eh erstmal. Nein, das war auch falsch. Eher Transfer. Oh, erstmal wieder klarkommen. Habe ich natürlich auch noch einiges drin. Letzten Endes spielt es keine Rolle. Beziehungsweise ich werde es nachher gleich rausnehmen und in die Werkbank einlagern, weil ich die ganzen Schränke wegreißen werde. Weil brauchen tut es momentan eh keiner. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es optisch schnell später schönere Möbel gibt oder die Katastrophe herkommt. Achso, ich wollte euch noch zeigen, was ich mit der Nahrung gemacht habe. Das heißt, meine Siedlung hat auch Nahrung. Hier unten sieht man, oder auch nicht. Das war falsch. Nanu, nichts da. Wahrscheinlich gerade alles abgeerntet. Mehrere Möglichkeiten, Nahrung. Das sind eigentlich Melonen, soweit ich mich entsinne. Weinreben oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Du kannst helfen oder verschwinden. Ja, ich gehe auch gleich. Wie gesagt, ach, Marcy, Long, die sind so wahrscheinlich miteinander verwandt sogar. Ich weiß es nicht genau. Ach ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Fahren weg. Oh, ich bin so nervös. Nein, eigentlich nicht. Aber wie gesagt, es sind ein paar Tage vergangen und diese Flächen werden gefüllt werden. Auch das Verteidigungssystem wird gefüllt werden. Aber alles in allem mache ich jetzt hier einen Schnitt. Das heißt, das bleibt die reine Folge. Allerdings ist das 1.2, also 1/2, eine von zwei Folgen. Wenn ich die benötigten Perks habe, Intelligenzpunkte, ich kann euch das mal gerade zeigen. Denn die Intelligenz war hier unten, ne? Nee, Waffenfreak. Ah, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich hoffe, ich erzähle hier nichts weiteres. Und zwar alt... Nee. Wie komme ich hier wieder zurück? Steuerung. Den Wert bestimmt wie viel Erfahrung. Was war denn das? Wirklichkeit? Nein. Wahrnehmung? Es gibt auf jeden Fall einen Perk, der... Ich hoffe, ihr hört das nicht. Der mir ermöglicht halt... bessere Sachen beim Zerlegen rauszubekommen. Bin ich jetzt blöd? Wo ist es denn? Aber auf jeden Fall gibt es den, sagen wir es mal so. Ich will jetzt da auch nicht zu lange Zeit verbringen, denn die Folge wird immer länger und länger und länger. Denn die muss ich noch schneiden, die geht heute noch raus und danach werde ich... Was sagt eigentlich die Clock? Ich glaube, ich habe noch 3 Stunden Zeit. Werde ich meine nächste Session aufnehmen, die im Prinzip mit dem Computer unten im Dings beginnt und dann werde ich mal ein bisschen auf Erkundung gehen. Das wurde mir nämlich nahegelegt. Ich soll die Hauptquest erstmal sein lassen und umliegende Karten entdecken. Denn wenn ihr hier seht, das hat mich schon am meisten geärgert. Ich bin ja wegen dieser Stadt losgegangen, um Nahrung zu finden, bin ein bisschen ausgeschweift. Wie man das hier sieht, gut, das ist die Stadt, aber hier unten diese Factory, wo ich war, werde ich auf jeden Fall nochmal einschalten, genauso... Das hier hinten, nee, obwohl, da müsste ich, glaube ich, hin, das war eine Nebenquest. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich Sachen entdeckt. Da habe ich mich schon wieder geärgert, dass ich überhaupt losgegangen bin. Ich bin einfach nur abgedriftet bei der Suche nach Nahrung. Und selbst dort sind sogar Siedler, die habe ich beklaut und daher... Alles klar. Ach, da ist er. Habe ich halt beklaut, um die Samen zu bekommen und so weiter und so fort. Also, es gibt so viel zu entdecken und damit werde ich jetzt auch gleich fortlegen oder fortfahren und...
Diese Folge wird aber erstmal durchgerendert. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Heute Nachmittag geht es zur Arbeit, dann ins Gym zu meinem Papa. Und heute Abend werde ich mal wieder Ark spielen. Ein bisschen. Zumindest habe ich das versprochen. Also ich habe einen straffen Zeitplan, das muss ich alles noch durchkriegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich dann die Umgebung erkunde. Macht's gut, meine Süßen.